Alles probieren können. Linda fühlt sich auf der Messe wohl. Seit 8 Jahren ernährt sie sich vegan. Es ist halt einfach mein Lebensstil, deswegen gutes Essen, kein schlechtes Gewissen haben. Vegane Produkte gibt es reichlich auf der Messe. Von Schokolade über Currywürste bis hin zur französischen Leberspezialität Foie Gras. Hier können sich die Gäste bei den rund 80 Ausstellern durchschlemmen. Etwa 2,6 Millionen Veganer soll es in Deutschland geben. Doch längst nicht allen fällt der Umstieg einfach. Chris Popa von der Ernährungsorganisation ProVeg gibt deshalb Tipps für den Einstieg in einen nachhaltigen Lebensstil. Probier ganz viel aus, schau mal über den Tellerrand sozusagen. Und ich glaube, wenn man da sehr mutig ist und sehr offen, kann man auch recht schnell dahin kommen zu sehen, hey, ich finde auch für mich so Möglichkeiten, richtig Freude am Essen zu haben. Aber Nachhaltigkeit kann auch beim Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung beginnen. Das Münchner Unternehmen Community Kitchen rettet Lebensmittel vor der Mülltonne und macht so daraus verzehrfertige Mahlzeiten. Für interessierte Menschen wie Linda gibt es also viele Wege für ein nachhaltigeres Leben.